forever is nothing but a dream I made up inside my head. When we break, I promised I cursed emotions, but come next morning I'll go loving again. Looking for forever, darling, on it forever, darling. Looking for forever, darling, for forever. So, moin, wir sind jetzt in Berlin und sind in unserem Hotelzimmer und ich habe noch keine Antwort gemacht gehabt, deswegen mache ich das jetzt gerade. Ich habe gerade schon ein paar Szenen vermutlich von der Zugfahrt und so gesehen und von heute Morgen. Und ja, ich habe gedacht, ich zeige jetzt einfach kurz unser Zimmer. Also hier, das ist unser Zimmer. Zwei wunderschöne Betten, ein Fernseher, mein Schneideplatz. Und dann hier ein kleines Bad, da war ich noch gar nicht drin. Wow, ja, das ist super, da haben wir eine Dusche und ein Waschbecken und ein Klo und da bin ich, hallo. Genau, arg viel mehr ist hier nicht. Und dann, Moment, so, und dann haben wir hier noch einen kleinen Eingangsbereich, wo wir Jacken hinhängen können und Klamotten in so eine Art Schrank machen können. Und ja, das ist eigentlich auch schon unser Zimmer, arg viel mehr ist hier nicht. Und genau, eine wunderschöne Aussicht auf die Kanalisation Berlin. Richtig toll. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher irgendwann wieder irgendwo. Bis dann. I've been in the corner waiting for a chance to run away. I know a place that I never told you about. Seen it while I'm sleeping while you holding on. See, I got a lot to do for ya, I'm just trying to make a move for ya. Move the world if it means forever. I'm tired of it being just me and my leather. Everything's better in twos. I'm a rookie but I'm feeling like a veteran dude. I'm in space but I guess that's my medicine's mood. And I know you wanna join me, I got you some too. And I don't know my future but you some clue. Mic check 1-2, mic check 1-2. Just wanna make sure you can hear me from here. Like I'm clear, alright, let's get it, no fears. But come next morning, I'll go loving again. Looking for forever, darling. Only forever, darling. Looking for forever, darling. So, jetzt ist es irgendwie, wie viel Uhr? 11:30 oder so? Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sehen kann, ich stand mal suchen. Ja, es ist 23:19 Uhr. Wir sind hier gerade am obersten Punkt von unserem Hotel draußen, weil das Treppenhaus geht so außen lang, das ist irgendwie ziemlich cool. Und gebt euch einfach mal diese Aussicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut rüberbringen kann mit der Kamera. Ich denke mir, ihr werdet auch noch ein paar Takes von der guten Kamera von Leon kriegen. Der ist übrigens auch hier. Und diese Aussicht ist einfach so geil. Da vorne einfach der Fernsehturm, da drüben ein paar Bahnen, okay, das ist so semi-geil. Alter, da, ich glaube, das ist die Spree. Oder es ist halt irgendein Fluss auf jeden Fall. Gegenüber ist anscheinend die Kanalisation, zumindest steht das da unten drauf. Vielleicht die alte. Vielleicht kriegen wir das noch von unten ein bisschen näher her. Das krieg ich auch von hier. Oder morgen. Auf jeden Fall finde ich diese Aussicht hier so mega nice.
Und ich finde das allgemein richtig cool. Wir sind jetzt heute irgendwie schon richtig viel gelaufen. Irgendwie so einen halben Tag sind wir jetzt schon gelaufen hier. Und uns tun so dermaßen die Füße weh. Also, ich habe noch Schuhe an. Leon schon nicht mehr, da hat sie schon gewohnt. Und, Alter, das ist richtig schlimm. Meine Füße tun so hart weh, aber egal. Morgen müssen wir auch noch weiter rum. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt den ganzen Tag gelaufen. Wir waren gerade eben noch bei Maggots. Boah, ich bin so satt. Das ist richtig schlimm. Ich habe viel zu viel gegessen. ja. Ich denke, ich setze mich mal jetzt noch dran und schneide das Video für heute. Ich habe vorher noch so einen kleinen Gorilla-Pod gekauft. Den zeige ich vielleicht morgen noch mal, aber der ist jetzt gerade dran und ich habe keinen Bock, den abzuschrauben. Das ist ziemlich praktisch, gerade so, um den irgendwo hinzumachen. Für Timelapses oder so. Und ja, ich kann hier nicht so viel so in dem Stil vloggen, dass ich einfach mit der Kamera rede, weil das einfach ein bisschen komisch kommt vor den Leuten in meiner Klasse, die das halt, das wissen zwar eigentlich alle, dass ich das mache, aber ich mag das halt trotzdem nicht. Ja, denkst du, kommen ganz nice. Deswegen werde ich hauptsächlich eben, ja, halt so wie heute, hauptsächlich Timelapses und so auf die Musik schneiden. Ja, genau, also dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.